Hallo liebe Kitzingerinnen, liebe Kitzinger, wie gewohnt gibt es auch heute am 17. November 2022 wieder eine Kurzzusammenfassung der heutigen Stadtratssitzung. Der wichtigste Tagesordnungspunkt war eigentlich ganz am Anfang schon dran. Der Stadtrat hat sich einmal mehr mit dem Bebauungsplan Bahnhof Etwashausen beschäftigt. Nach ausführlicher Diskussion hat das Verfahren die nächste Stufe erreicht. Der Stadtrat hat also mit 21:10 den Auslegungs- und Billigungsbeschluss gefasst. Jetzt geht es in die nächste Stufe, sprich die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und auch der Öffentlichkeit. Bei dem Tagesordnungspunkt war es zum einen so, dass nach wie vor Bedenken bestehen zu den Themenkomplexen Lärm und Verkehr, insbesondere auch zu dem Schutz der bereits ansässigen Betriebe. Auf der anderen Seite wurde auch die Chance gesehen, dass der Bereich Richthofenstraße durch die Bebauung auch eine Beruhigung erfährt bei dem Thema Lärm von der Tangente. Seitens der Verwaltung haben wir nochmal klar gemacht, unsere Aufgabe ist genau dafür zu sorgen, dass selbst wenn sich jemand beschweren sollte, nach Abschluss des Verfahrens und nach Einzug in die Neubauten, die Gewerbetreibenden eben keine Bedenken haben müssen, dass ihr Bestand bedroht ist. Ein weiterer Bebauungsplan ist in die nächste Runde gegangen. Der ist insbesondere auch für die Innenstadt interessant, der Bebauungsplan für den Bleichwasenparkplatz. Auch hier ist der Auslegungs- und Billigungsbeschluss gefasst worden. Hier war die Mehrheit etwas deutlicher mit 29:2 Stimmen. Auch da ist nochmal drüber geguckt worden über die Planung und Einzelheiten werden dann im Rahmen der Ausführung letzten Endes wichtig werden. Dann hat der Stadtrat entschieden, dass die Stadt Kitzingen weiter bei dem Thema Überwachung des fließenden Verkehrs dranbleiben soll. Das haben wir ja im letzten Jahr beschlossen als Testphase für das Jahr 2022. Wir stellen fest, dass durchaus bei den Messstellen, die wir haben, ca. 10% der Fahrzeuge, die kontrolliert oder gemessen werden, auch zu schnell sind. In der Regel, im ganz überwiegenden Teil, in dem Bereich zwischen 10 und 15 km/h zu schnell. Wir haben aber auch Ausreißer dabei, wo teilweise im Innenstadtbereich Leute bis zu 30 km/h zu schnell fahren. Unterm Strich hat auch hier der Stadtrat mit 23:8 Stimmen beschlossen, dass wir das fortsetzen sollen, unbefristet. Dafür ist ganz wichtig zu sagen, es geht hier nicht darum, irgendwie sich die Kassen voll zu machen als Stadt Kitzingen, sondern ganz klar Sicherheit zum einen, Geschwindigkeitskontrolle und zum anderen geht es natürlich auch darum, wo nicht zu schnell gefahren wird, sind auch die Verkehrsgeräusche leiser. Also das sind die zwei Punkte, die uns hierbei leiden. Mit einstimmiger Zustimmung ist dann noch beschlossen worden, dass die Planungsphasen, die Leistungsphasen 5 bis 9 für die Kindergartenerweiterung in Hohenfeld fortgeführt werden sollen. Also auch da ist es ja so, der Kindergarten Hohenfeld soll im Nachbargebäude, das der Stadt gehört, um eine Krippengruppe erweitert werden. Das wurde einstimmig eben heute so beschlossen, dass wir da in die nächsten Leistungsphasen gehen können. Wir bleiben also bei dem Thema am Ball. Das war's von mir heute für den heutigen Abend. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und schalten Sie wieder ein beim nächsten Mal.